Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute haben wir endlich wieder neue IKEA-Hacks. Ich weiß, ihr liebt sie mindestens genauso sehr wie ich und ich habe heute für euch 5 Ideen. Zusammen mit meinen lieben Freunden von Rustoleum arbeite ich dieses Mal wieder zusammen und deren Produkte haben dafür gesorgt, dass meine IKEA-Hacks einen richtig schönen Anstrich bekommen haben. Es sind wirklich schöne Ergebnisse geworden und deswegen möchte ich euch auch gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Ich will nur noch kurz sagen, abonniert doch gerne den Kanal, wenn ihr mehr IKEA-Hacks sehen wollt. Ansonsten viel Spaß bei dem Video. Als erstes gestalten wir den Fladeskorb um. Dafür habe ich den oberen Rand so eingeknickt, dass man nur noch die Hälfte des Korbes sehen konnte. Und dann habe ich mit etwas Kreppband die betreffenden Stellen, die ich gerne bemalen möchte, abgeklebt. Als ich dann damit fertig war, sah das Ganze so aus. Und jetzt habe ich den Kreidefarbe Möbellack von Rustoleum genommen und zwar in der Farbe Khaki. Das ist hier die Sprühfarbe, deswegen bin ich damit rausgegangen und habe als erstes alle oberen Dreiecke damit eingesprüht. Das hat wirklich super funktioniert. Achtet darauf unbedingt vor dem Sprühen die Dose gut durchzuschütteln und die Anweisungen auf der Rückseite zu beachten. Die unteren Dreiecke sollten bei mir weiß werden, deswegen habe ich hier den Kreidefarbe Möbellack in der Farbe Kalkweiß genommen und zwar zum Streichen. Daher bin ich wieder mit dem Korb reingegangen und habe dann mit einem Pinsel die unteren Dreiecke bemalt. Damit konnte ich auch gleichzeitig beide Techniken ausprobieren und mein Fazit ist, dass das Sprühen bei solchen Sachen auf jeden Fall noch besser funktioniert als das Bemalen. Also falls ihr das nachmacht, könnt ihr auch gerne bei beiden Farben die Farben in der Sprühdose verwenden. Als letztes habe ich dann den Klarlack genommen, um die Farben zu fixieren. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Ich finde es sehr schön und es war sehr einfach, das umzusetzen und es sieht irgendwie gleich ganz anders aus. Für meine zweite Idee habe ich die Untersetzer in 10 cm Durchmesser aus der Serie 365 Plus genommen und auch hier die Kreidefarbe in der Farbe Kalkweiß zum Streichen. Damit habe ich als erstes die Untersetzer komplett weiß angestrichen. Hier hat nur eine einzige Schicht ausgereicht, damit es wirklich super deckend ist. Als nächstes habe ich mir den Painter's Touch in der Farbe Matt Schwarz genommen. Diese Acrylsprühfarbe ist hier sehr gut geeignet, da ich gerne so einen fleckigen Look haben wollte. Und deswegen habe ich nicht so stark drauf losgesprüht, sondern versucht nur so ganz wenig zu sprühen, damit etwas dickere Kleckse auf den Untersetzern landen. Natürlich ist das hier gewollt und ist nicht immer so, dass es so stärkere Kleckse am Ende ergibt. Ansonsten würde es sehr gleichmäßig mit sehr feinen Sprühnebel die Farbe auftragen. Auch das habe ich am Ende mit Klarlack dann nochmal fixiert. Ich finde die Effekte hier richtig cool und das kann man zum Beispiel als Schmuckunterlage nehmen und mir gefällt das Ergebnis sehr, sehr gut. Jetzt gestalten wir die Trommer Wanduhr von IKEA um. Die kostet nur 2 Euro und wir machen daraus jetzt etwas richtig Edles. Dafür musste ich als erstes die Plastikscheibe entfernen, die in der Uhr drin war. Und auch die einzelnen Ziffern müssen abgeklebt werden. Dafür habe ich auf der Rückseite einfach dieses Kreppband genutzt. Danach werden auch noch die Zeiger entfernt und mit Kreppband die Halterung der Zeiger abgeklebt. Jetzt habe ich mir in einer Schüssel und mit Handschuhen unbedingt Beton und Wasser miteinander vermischt. Welches Mischverhältnis bei euch wichtig ist, steht eigentlich immer auf der Verpackung. Achtet dabei darauf, was der Hersteller dazu sagt. Am Ende solltet ihr auf jeden Fall immer eine etwas dickflüssigere Konsistenz haben. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr nun anschließend den Beton vorsichtig
auf eure Uhr gießen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel eingießt, denn am Ende muss ja auch wieder der Zeiger auf die Uhr raufgesetzt werden können. Und wenn das am Ende zu hoch ist, habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, das auf diese Halterung zu setzen. Und anschließend für mindestens 3 bis 4 Stunden, so war es bei mir, durchhärten lassen, am besten aber über Nacht. Am nächsten Tag könnt ihr dann das Kreppband von der Halterung entfernen. Außerdem habe ich auch hier wieder das matte Schwarz von Painter's Touch genutzt und habe damit meine Plastikzeiger auch noch zusätzlich angesprüht, denn so hat das Ganze noch etwas einen edleren Look als dieses Plastikgrau, das es ja vorher war. Das gut auf jeden Fall wieder durchtrocknen lassen. Dann kann als erstes auf der Rückseite das Kreppband wieder entfernt werden. Und weil ich es jetzt immer noch ein bisschen langweilig fand, habe ich zusätzlich die gleiche Technik nochmal angewendet, die ich auch bei den Untersetzern schon gemacht habe. Ich habe also versucht, solche Kleckse zu erzeugen und dann die so ein bisschen ja, auf der Uhr eben zu verteilen. Hat wieder super funktioniert. Natürlich könnt ihr das aber auch mit Farbe zum Streichen nutzen und dann beispielsweise mit einer Zahnbürste oder so das so leicht versuchen abzustreifen und damit diese Kleckse erzeugen. Zum Schluss kamen dann nur noch die Zeiger drauf und damit war dann meine Uhr auch fertig. Hat einen totalen Industrielook, finde ich richtig cool und sieht auf jeden Fall ganz anders aus als vorher. Jetzt gestalten wir uns den Bequem-Hocker um. Ich habe ihn in der Version der Naturbirke gekauft, da ich ihn gerne komplett mit Kreidefarbe bemalen wollte. Dafür habe ich mir hier den Möbellack wieder in Kalkweiß genommen und erstmal alle Einzelteile damit bestrichen. Achtet darauf, dass es schön gleichmäßig gemacht wird und ihr keine zu dicken Stellen irgendwo habt, sondern immer mit regelmäßigen Bewegungen die Farbe gut darauf verteilt. Die Farbe ist unglaublich schnell getrocknet, also maximal 3 Minuten, sodass ich sie dann sofort umdrehen konnte, die andere Seite bemalen konnte und es wirklich alles sehr, sehr schnell ging. Außerdem habe ich auch hier keine zweite Schicht benötigt, da sie sehr deckend ist und sich sehr gut gleichmäßig verteilen ließ. Der Hocker ist nun zusammengebaut. Als nächstes wollte ich gerne den oberen Bereich noch mit einer anderen Farbe bemalen. Dafür habe ich mir mit Kreppband erstmal diesen Bereich abgeteilt, damit ich dort eine gerade Linie malen kann. Und habe hier dieses Mal die Kreidefarbe Möbellack in Eukalyptus genutzt. Und dann habe ich den oberen Teil ebenfalls damit bemalt. Zum Schluss kommt wieder der Klarlack in der Sprühdose zum Einsatz und so konnte ich die Farbe noch fixieren. Den gibt es übrigens auch zum Streichen und das ist mein Ergebnis. Kann man zum Beispiel auch als Pflanzenablage nehmen oder eben für andere Dinge. Und ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Als letztes zeige ich euch einen kleinen Hack mit der Moslanda Bilderleiste. Die habe ich mir 2-mal geholt, einmal verkehrt herum und dann richtig rum an die Wand gemacht. Und damit konnte ich mir so einen kleinen Nachttisch einfach ganz schnell herstellen. Könnte man auch noch mit einer Lichterleiste ergänzen. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Welcher IKEA-Hack hat euch am besten gefallen? Und wie findet ihr die Produkte von Rustoleum? Schreibt mir das mal unbedingt unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr natürlich alle Infos zu den Produkten, welche ich verwendet habe, auch nochmal links unten in der Infobox. Dort könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und damit kann ich dann nur noch hoffen, dass ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!